Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Engineers Live zusammen mit dem Blizzor. Hallo. Und falls ihr euch fragt, wer hier diese komischen Geräusche macht, das ist Blizzor, aber wir haben nebenbei hier auch noch gerade diesen Villager-Zombie rumlaufen sehen und haben uns gedacht, den fangen wir mal, weil er genauso aussieht wie Blizzor. Hallo. Bruder. Ja, sehen uns sehr ähnlich aus. Okay, so, ich würde sagen, wir machen heute mal eine Sache, die mir ein bisschen in der Seele wehtut, aber es hilft nichts. Ich muss ja. 48, nee, muss ich nicht, was laber ich eigentlich für eine Scheiße? Ich muss einfach nur das da rein. Ich würde hier gerne mal eine Frage stellen an die Zuschauer. Was wollt ihr lieber sehen? Eine ganz große, hässliche Kolossal-Chest oder ein Simple Storage? Simple? Was sag ich? Draw. Ein Storage Draw System. Ja, okay, Simple Storage gibt's hier leider nicht, oder? Gibt's das? Simple? Nee. Aber Storage Draw. Was sagt ihr? Kolossal-Chest oder Storage Draw? Kolossal Chest sind kacke. Wir sind ganz klar dagegen, aber ich würde gerne wissen, was ihr dazu sagt. Wow, wenn du jetzt sagst, dass wir dagegen sind, dann sind die Zuschauer dafür, weil sie uns hassen. Deswegen sage ich es. Du wolltest doch Blut machen. Ich wollte auch. Ja. Okay, ich mach Blut. Okay, dann mache ich so lange schon mal alles, dass kein Blut braucht. So, denn ich würde heute gerne die Saw bauen. Und dafür brauchen wir Dinge. Ach du Scheiße. Dafür brauchen wir Treated Wood und Treated Sticks. Also ich warte nur ganz kurz, bis das erste Clay eingeschmolzen ist, dann mache ich Blut. So. Wo ist denn eigentlich unser Bucket? Bucket, da ist der Gifteimer. Aber wir haben irgendwo noch einen normalen. Gut, dass dieser Mühlstein so schön leise ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Hey, wir haben doch einen Eimer. Oder hast du den Eimer? Ich hab einen Eimer. Oh. Ich so, wo ist der Eimer? Stehst du vorne? Ja, übrigens, ja, ich habe einen Eimer. Ich habe gehört, dass dein Zuschauer gemeint hat, dass es unglaublich war, dass du meinen Eimer verbraucht hast. Ja, es wurde gesagt, ich soll das Gift hier trinken. Das geht aber gar nicht. Also sorry. Das ist ein Unding. Sag ich, wie es ist. Es ist erst ein Unding, wenn du das Gift übrig lässt. Na dann, gönn dir. Du könntest dich ja jemand anderes vergiften. Ja, du musst eigentlich gönn dir. Nein! Haben wir irgendwo. Warum hast du eigentlich diese Büsche direkt ins Feuer gestellt? Es wundert mich, dass die immer noch nicht abgefackelt sind. Ja, ich wollte ein soziales. Nee, warte mal. Ein Experiment machen. Soziale Experimente darf man übrigens nie sagen, weil die sind nie sozial. Ist das so? Darf man auf YouTube keine sozialen Experimente mehr machen? Nein. Das ist ganz gefährlich. Ah. Ich habe gehört, es endet meistens in ganz komischen Videos. Ach so. Ja, ich wollte eigentlich jetzt ein Video machen, wie der Game Master dich besuchen kommt und deine E-Rolle abfackelt, aber. Wer ist denn der Game Master? Oh nein, bitte. Ja, okay, eigentlich. Nee, es ist gut, dass du es nicht weißt. Es ist gut. Du hast zwar, glaube ich, 3 Jahre YouTube-Trends verpennt, aber. Ja. Ist okay. Ist okay. Unser Fleisch. Wo ist mein Blut? Oh, ich weiß, wo das Problem ist. Da ist schon eine Flüssigkeit drin und das mag der nicht. Ja, Molten Clay. Ha! Oh. Der kann ja keine Flüssigkeiten, Flüssigkeiten drin haben. Das ist jetzt doof. Mach doch raus. Ich will jetzt nicht sagen, das war blöd, aber das war blöd. Mach doch dein Cast. Ja, un momento. Ich muss doch hier wichtige Dinge machen.
Ich habe einen Cast. Ja, und der Rest? Was machen wir jetzt mit dem? Ja, abbauen und wieder hinbauen. Ich glaube schon, ja, stimmt. Aufgabe erledigt. Okay. Sehr gut. Und wie sieht's aus? Das Ding ist leer und wir schmeißen Fleisch rein und Fleisch wird schon lecker sein. Komm. Dauert zwar ein bisschen länger. Blut. Also wir können, ich habe auch den Kommentar gelesen, dass wir uns Slimeballs kaufen können, aber wenn wir Blut kriegen, dann ist mir das umso lieber. Ja, come on. Oh yeah. Ich glaube, das reicht nicht, ne? Nein, es muss noch mehr Fleisch. Rein. Wobei, eigentlich reicht das so. Blut, wir wollen es ja Blut, perfekt Blut, auslassen. Blut. Oh yeah. Yes. Jetzt wird's schleimig. Ach, warum schlafen wir eigentlich nicht? Das weiß ich nicht. Ha, ganz vergessen. Oh nein, ernsthaft, wir können nicht mehr schlafen wegen dem Ja. Kannst du dann bitte einen Goldapfel und einen Weakness Potion machen? Mal schnell. Ein Goldapfel? Muss es ein teures sein? Ich habe keine Ahnung davon. Nee, ein normaler Goldapfel. Aber ich glaube, die Weakness Potion wird eher das Problem, weil wir dafür eine Brewery brauchen und ja, aber dafür... eine Weakness Potion braucht man dann doch nur, damit der ein halbes Herz hat, oder? Nee, den braucht man grundsätzlich. Ja, okay, dann ist blöd. Wie schließt man diese Säge an? Die Säge schließt du genauso an wie das? Naja, von oben kann ich schlecht anschließen. Ja, aber du hast doch verstanden, wozu die Gearbox ist. Ich baue eine Gearbox dafür, das war die Antwort, die ich nicht haben wollte. Kein Thema. Gearbox, okay. Ich baue jetzt einen Weg für den Zombie. Nuggets, Redstone. So, ein bisschen Industrialisierung schadet ja keinem, oder? Ja. Ja, doch, manchen schadet es bestimmt, aber... Nee. Ist ja nicht schlimm. So, chuck. Dann haben wir. Magst du mir gleich helfen? Sollen. Könntest du mir gleich helfen? Können. Was brauchst du denn? Ich bin hier unterirdisch. Okay. Gibt's in dem Dorf noch Treatwood? Nee. Verdammt. Also, kannst du jetzt ganz kurz zur Hilfe eilen? Also in die Höhle quasi? Ja. Ja. Also, nein, nicht in die Höhle. Nicht in die Höhle, warte. Ich muss hier mal ganz kurz ein bisschen hässlich bauen. Okay. Siehst du mich? Hallo? Nicht in die Höhle. Wo bist du? Das hier. Hinter dir. Ah. Guck mal, ich möchte unseren Zombie wegbekommen. Dafür habe ich jetzt einen Weg gemacht. Dann werde ich da rein und dann musst du hier zubauen. Okay? Wo muss ich zubauen? Also dann stellst du dich hier hin und baust hier zu. Aber erst sobald du raus bist, oder wie? Ja, ich mach dann Slash Home. Ja, kannst du mir kurz Steine geben? Cobblestone. Ich muss jetzt hier zubauen, damit der nicht rausspringen kann. Und dann werde ich mich ein bisschen hauen lassen. Ja. Okay. Hä? Komm mit! Hallo? Hallo? Hey, wo bist du? Hier. Nicht so! Hä, bist du doof? Unten! Hä? Wieso denn? Unten! Damit der nicht zurückläuft! Ach so. Wir wollen ja das. Ja, wir Ach, wollen ja das. Ihn nur hier vorne, okay. Ne, jetzt habe ich eine Treppe gebaut. Nein! Nein! Okay. Irgendwie haut er mich nicht. Was ist denn los mit dem? Ich glaube, der mag mich. Ich glaube auch, dass der dich mag. Hast du zugebaut? So einigermaßen, warte noch, okay. Die machen noch schnell schöner. So, jetzt ist es wirklich zugebaut. Super. So also, wir haben jetzt die Möglichkeit, diesen Zombie dort unten weiter leben zu lassen. Sehr gut, ab ins Bett. Und ich würde sagen, ja, ich möchte hier nur noch ein bisschen mehr Decke bauen. Wir wissen noch, wo er existiert und super, wir können endlich Nein. wieder schlafen wie normale Menschen. Oh, endlich ist der Regen gleich weg. Oh, schön. Ich hasse Regen so sehr, ne? Ja,
Hast du da Gold reingeworfen, oder? Ja. In die Mühle? Ah. Wir brauchen ja Gold. 6 ist aber zu wenig. Ja, aber da ist noch irgendwo Gold gewesen. Wir haben also gerade noch so genug. Wir haben noch 4 Gold-Ingots. Ach so. Okay. Also könnten wir uns den Apfel gleich leisten. Ja, der Goldapfel bringt uns noch gar nichts ohne eine Weakness-Wurf-Potion. Weakness? Weakness 1, ja. Muss es ein Wurf sein? Können wir dem die nicht nee, werfen es muss und dann Wurf. Trinken? Nee, es muss ein Wurf sein, den wirfst du drauf und dann gibst du ihm den Apfel. Guck mal, halber Stack Eisen. Oh, warte. Falsches Ding. Boah, aber dafür brauchen wir einen Poison Sack. Nee, das ist was anderes. Hier, ein Weakness Potion. Oh, das ist hier anders. Ja. Warte. Doch. Wir können auch eins aus Dragon's Breath machen. Ah, nee, auch nicht. Nee. Hä? Und wo bekommen wir den Better with Mods? Ich hasse diese Mod jetzt schon. Man braucht den für alles. Das ist der Ersatz scheinbar für... Wir müssen einfach nur ein paar Creeper schlagen. Würde ich sagen. Ah ja, und wir brauchen noch Netherwarzen. Und einen Brewing Stand. Also du musst auf jeden Fall in den Nether. Ich will doch nur ein Villager. Können wir nicht einfach einen klauen? Einfach Shift rechtsklick und mitnehmen? Hä? Was finde ich? Geht hier sowas nicht? Wie Shift rechtsklick und mitnehmen? Ja, es gibt ja manchmal so Mods, mit denen du Tiere tragen kannst und sowas. Als ob du einfach ein... Ich wollte den Villager klauen aus dem Dorf. Mitnehmen auf den Rücken und zack. Slash Home. Also es gibt eine Möglichkeit, wie du einen Villager herbekommen könntest. Echt? Aber die wird dir nicht gefallen. Warum? Mit einem Minecart. Oh nee, okay, hast recht. Du müsstest nur eine Minecart-Strecke dahin bauen. Kann man mit einem Monster gleichzeitig drin sitzen? Ja, indem du halt 2 Minecarts auf die Gleise stellst. Das Problem sind ja eher die Gleise. Nein, ich hätte sonst probiert, in Minecart zu sitzen und Slash Home zu machen, ob das vielleicht geht. Natürlich nicht. Weißt ja nicht. Vielleicht kann man ja ein Minecart Never mitnehmen. Never ever funktioniert das. Ich überlege gerade. Es gab doch von Tinker's Construct auch so ein paar weitere Items. Ich kann das doch theoretisch noch viel einfacher hier regeln, oder? Construct Armory. Wie war denn das hier? Nee, warte, das war falsch, ne? Das, was man hier einstellt, das ist der... Ah, shit, okay. Das war nicht klug. So, und dann gehen wir daher und stellen das einfach hier drauf. Nee, nicht so. Warum ist das so seitlich? Muss das so? Also ich denke nicht. Irgendwie hat die Säge keinen Bock auf mich. Egal, ich wollte jetzt einfach mal da drauf platzieren, so. Aber die ist immer so seitlich. Also ich kann sie auch theoretisch so dran machen, aber das ist sicher auch falsch. Nee. Ja, die hat doch kein Inventar. Wie soll ich denn da... Ah, warte mal, ich könnte höchstens hier so... Das sieht nicht richtig aus. Hä? Ich will die Säge irgendwie zum Laufen kriegen. Ja, darf ich mal kurz probieren? Ja, mach.
Ich wollte eigentlich nur die Aufgabe. Nee, Moment. Das war's. Ach, oh, diese scheiß Excels. Oh. Okay, das ist deutlich angenehmer. So. Und vor allem, die ist auch wenigstens einigermaßen schnell. Oh, endlich kein Holz mehr per Hand spalten. Ich bin glücklich. So, wie säge ich jetzt die Gears, indem ich hier so ein Ding habe? Und dann so eins? Und dann so eins? Ach du Scheiße. Okay. Alles klar, ich habe einen halben Stack Gears. Nice. Yeah. Nicht schlecht. Das heißt, ich kann jetzt hier Gearboxen machen. Ja, dann kann ich mir nochmal ein bisschen Crystal Oil holen. Kann ich mit einer Leine einen Villager nehmen? Ja, soweit ich weiß schon. Aber ich bin mir nicht. 600 Blöcke auf dem. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass du es schaffst mit einer Leine. Wieso willst du denn auch unbedingt einen Villager herholen? Was bringt denn das? Ja, dann bauen wir uns ein Dorf aus Villager. Das bringt uns dann was? Ja, das weiß ich noch nicht, aber vielleicht ist ja cool. Dann können wir so einen Wirrwarr aus Villager. Steht das im Questbuch? Oh, Mann! Oh, ich hab's Orbeck gerade aufgemacht. Ist der Hanf eigentlich schon erntereif? Ja, noch nicht. Was stellst denn du an? Ja, ich fange langsam mal an, was Vernünftiges zu bauen hier. Du meinst schön bauen? Ja, ich will hier jetzt eine Windmühle bauen. Das ist der Grundstein, okay? Okay. Oder soll ich sie woanders hinbauen? Nee, ist schön, ist schön. Ich wollte die nicht direkt bei uns am Haus haben, weil die halt so laut ist. Ich finde, es ist wunderschön geworden. Mach ruhig weiter. Okay, sehr gut. Ich brauche Cobblestone. 2 Stacks. Haben wir Cobblestone? Ja. So. Und so. Ich erledige mal die ganzen Aufgaben, die wir schon längst hätten erledigen können. Endlich fühle ich mich wie so ein Steinzeitmensch. So. Kriegen wir irgendwo Chance Cubes? Bitte nicht! Oh. Übrigens, falls du die Windmill mal brauchst, die hast du liegen lassen. Uff, die war auch teuer. Nur so. Okay. Ja, das war nicht ganz so schlau von mir, die liegen zu lassen. Butcher Eggs. Das finde ich ja super. Aus Flint und aus Sticks. Oh, jetzt kannst du Tiere so richtig schlachten, also im wahrsten Sinne des Wortes schlachten. Aber nicht direkt zerhäuten und so, oder? Doch, doch. Oh nein. Tja. Das ist schon ein bisschen abartig. Tja. Hier in Minecraft, hier musst du noch Fleisch essen. Oh, Menno. Wie mache ich denn hier Gravel? Oh. Ah, nicht Gravel, was wollte ich sagen? Flint. Wie mache ich hier Flint? Oh, jetzt habe ich Flint. Wow. Ja, ich dachte immer, das macht man aus 3 Gravel, aber nein, das macht mich aus 2. War das schon immer so? Wahrscheinlich schon.
Wood Sickle. Ich könnte noch ein paar mehr Axles gebrauchen. Okay. Dann würde ich sagen, öffne dein Microsoft-Programm und dann hast du dein Excel. Das war so klar. Okay. Na, es geht gerade noch ohne Excel. Das heißt, noch eine Aufgabe mehr. Ich jetzt hier. Ja, muss ich gar nicht, ne? Ich kann das direkt daneben machen. Warte mal. Warte mal. Doch, ich brauche mindestens noch ein Excel. Und dafür brauche ich Hanf. Und ohne Hanf kein Excel. Ist logisch, ne? Das klingt echt sad. So. Wo ist das Leder? Haben wir kein Leder mehr? Vier habe ich gefunden. Kann sein. Aber du kannst jetzt mit deinem Schlachtmesser den Tieren die Haut abziehen. Kann ich das wirklich so? Weiß ich nicht. Try it. Tiere, wo seid ihr? Oh, ein Pferd. Oh. Jetzt the meats. Okay, du hast dem Pferd die Haut abgezogen. Ist das dein Ernst? Ein Pferd? Ja. Ein Pferd. Ich fühle mich richtig gemein. Alter, das macht man vielleicht mit einem Schwein, aber doch nicht mit einem Pferd. Da hinten sind Schweine. Hol dir die. Der Digger. Ey, willst du sehen, was ich... Ich will... Nein, guck. Das wird jetzt von Mal zu Mal schlimmer. Erstmal... Hallo? Ja, erstmal ja. Leder. Ja. Das ist okay. Das ist normal. Dann... Dann... Hufen, okay. Okay. Jetzt kommt Schlimmste. Was ist denn Sweat? Eine Träne, Alter. Du bist ja auch ein Monster. Ich hab's doch gesagt. Es tut mir leid. Ich musste. Nee, hol dir mal die Schweine da hinten und schau mal. Die weinen sicher nicht. Wo sind Schweine? Da hinten, hinter der... Oh, hinter der Schweine! Mühlenneubau quasi. Na? Nee, die waren nicht. Na, siehst du? Sag ich ja. Oh, das ist schön, das freut mich. Ich hoffe, du hast daraus gelernt, dass man Pferde Warum? Nicht tötet. Warum trauben Hühner Knochen? Was ja, das sind die bekannten Hühnerknochen. Ach so. Vor allem Hühner haben Knochen. Was laberst du eigentlich? Ja, aber warum trauben die ganz plötzlich? Weil Hühner sind? Das tut mir jetzt voll leid, die armen Tiere. Oh. Aber erst nachdem ich sie getötet habe. Ich wollte gerade fragen, hast du jetzt doch Mitgefühl, aber hab mich getäuscht. Oh, ich habe auch Raw Horse Meat bekommen. Das habe ich völlig ignoriert. Oh. Kannst du ein Lidl verkaufen für die Lasagne? Oh yeah. So. Oh. Das ist nicht gut. Wo ist das Hanf? Ja, keine Ahnung. Habe ich das hier reingetan? Ach, das habe ich hier schon rein. Hä? Axel. Nein, das muss Treated Wood sein. Ach, komm. Immer dieses scheiß Treated Wood. Hä? Achievement Hemp Rope? Das ist ungefähr die 100. Hemp Rope, die ich mache. Aber okay, danke dafür. So, jetzt pass auf. Jetzt mache ich hier Treated Wood. Und dann lege ich hier den Hanf rein. Und was ergibt Treated Wood und Hanf? Essen. Nein, Axel. Axel 95. Nee. Nein, das wird's nicht. Und ich wünsche es mir, dass es das nicht wird. Oh, ein Zombie. Kann ich dich auch so zerbatschen? Jetzt bräuchte ich noch Holz. Ich fäll mal den Baum hier. Ich habe deinen Lieblingsbaum gefällt, ne? Tut mir leid.
Wie mein Lieblingsbaum. Oh, das ist ein Creeper, das ist ein Creeper. Creeper, oh, das ist auch ein Schaf. Ups, sorry. Creeper, komm her. Oh. Hier sind so viele Creeper, aber hier sind auch so viele Bogenschützen und ich habe kein Essen mehr. Oh, der Struggle ist real. Ja, ich will die töten. Hm. Oh, ja, genau, Good. Creeper, super. Komm her. Bitte nicht explodieren, einfach nur kämpfen. Yeah. Also eigentlich nur zuschauen. Hungry Zombie, hast du Essen? Nee, oh. Wahrscheinlich hat er es dann eh schon gegessen. Oh, krass. Der hat einen Emerald getroppt. Ich habe was Krasses rausgefunden, das kann ich dir nachher zeigen, wenn du da bist. Ja, gerne. Und ich habe was Krasses gefunden. Das ist krass. Krasse Zeiten, ne? Ja, ich hole mir den auch noch. Ein Creeper geht noch. Aber geht ja auch noch rein. Ah, Mann, die troppen nur nieder. Kennst du das, wenn du so Leute so Müll im Inventar hast, dass du dich aber irgendwie nicht davon trennen kannst, sodass du es einfach wegwirfst, sondern irgendwo einlagern willst? Ja, das Stimmt. ist absolut unpraktisch. Wir werden so viel gar nicht verwenden, aber wir werden es trotzdem irgendwo hinlegen. Weil wir ekelhafte Messies sind. Ja, aber das ist in Minecraft normal. Ich glaube, Minecraft bringt einem bei, Messi zu sein. Ja, wahrscheinlich. Der Messi also, falls von euch, wenn bei euch Leute existieren oder wenn ihr einer der Menschen seid, die zufälligerweise gerne Sachen horten, dann hat es nicht damit zu tun, dass ihr euch unordentlich verhaltet, sondern damit, dass ihr einfach zu viel Minecraft gespielt habt. Ja. Also wenn euch jemand sagt, ihr habt eine psychische Störung, dann sagt er, ja, aber die kommt von Minecraft. Genau. Das macht es nämlich dann besser. Die Ausrede, die zählt nicht immer, aber vielleicht manchmal. Und wenn dieser Moment gekommen ist, dann ist gut. Wie, hä? Ich habe hier irgendwie einen komischen Baufehler. Bist du jetzt eigentlich da? Schau mal. Was machst denn du da? Lauf mal hier Richtung der Excel jetzt. Ich weiß, was da passiert. Ich habe noch damit Erfahrung. Ja, ich bekomme dann Schaden. Hä? Von dem da? Nee. Ich find's witzig, wie da so rote Partikel kommen wie Blut. Das ist witzig, okay? Okay, das ist witzig. lecker Essen. Ich baue hier irgendwie... Shit. Verdammt. Meine Butcher-Ex ist ja schon voll am... Ist schon voll kaputt. Schon voll am Batschen. Oh Gott, Alter. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich mit dir aufnehme, dann labere ich noch mehr Bullshit als sonst. Ja, dafür kann ich nichts. Ich versuche dich nicht anzustecken oder so. Außerdem, gerade halte ich mich relativ gut. So viele Sprüche kamen noch gar nicht. Nee, du triggerst bei mir dumme Sprüche. Verstehst du? Ja, schon. Und das ist sehr schön. So. Cool. So, wo sind denn die Tiere? Der Mörder ist wieder unterwegs. Der ich hätte sehr, sehr gerne irgendwelche Tiere, die Leder troppen. Also entweder Kühe oder Pferde. Lecker Leder. Warte, was? Also ich würde empfehlen, Leder nicht zu essen. Wieso? Aber nur durch den Nachgeschmack. Das ist nicht so... Ich glaube, ich habe zu wenig Stone Bricks. Oh. Ein Babyschaf. Also, du wirst jetzt glaubst nicht ein Babyschaf schlachten, oder? Glaubst du, das droppt Babyknochen? Ich lasse es lieber bleiben. Nee, töte es ruhig. Oh, Babyschweine. Lass es uns rausfinden, was Babys droppen.
Nee. Doch. Töte Babys. Du willst es doch. Hm? Also, nein, ich möchte nicht. Tu dir keinen Zwang an, tu es einfach. Das tut mir weh. Das kann töte nicht. Einfach die Babys. Das ist halt dein Way of Life, ne? Ich meine, wenn ich irgendwo ein Babyhuhn sehe, dann vielleicht schon. Oh Mann. Aber ich würde sagen, deinen Way of Life können jetzt gleich deine Zuschauer sehen. Was denkst du? Mein was? Dein Way of Life können gleich deine Zuschauer sehen. Mein Way of Life. Ja. Okay, was auch immer das bedeuten soll. Ja. Genau. Okay. Also das war's dann soweit mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich bin komplett verwirrt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt Blizzard stinkt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.